die lange Betrogenen, die reichstreuen Kulis, die Opfer der Aktionäre und Beamten standen auf in der kalten Dämmerung, als Kapp losschlug. Der Mann der Konzerne standen auf zur Verteidigung des kleinen Restes der Freiheit, der ihnen verblieben war, von der großen Stunde, die sie versäumten. Standen auf mit allen Proleten Deutschlands. Plötzlich lag ihr Schatten über den Tischen der Herren. Einen Tag lang waren sie vereint. Kapp ging, aber der Konzern blieb.